Heute in diesem Video geht es darum, ob du auch mit fremden Tieren sprechen darfst. Und genau diese Frage möchte ich heute mit dir klären. Denn heute geht es mal wieder um die Tierkommunikation. Servus, ich bin Beate. Es ist schön, dass du da bist. Es freut mich sehr, dass du dir meinen Magic Morning anschaust. Ja. Es geht um die Frage, darf ich auch mit fremden Tieren sprechen? Und na klar, kannst du auch mit fremden Tieren sprechen, aber, und jetzt kommt's, nur dann, wenn du auch die Erlaubnis hast. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage und denkst dir, okay, aber warum muss ich die Erlaubnis haben, um mit einem anderen Tier zu sprechen? Stellen wir uns doch mal vor, ich mache Tierkommunikation und du hast ein wunderschönes Tier. Und ich mache jetzt, ohne dessen, dass du das weißt, mit deinem Tier eine Tierkommunikation. Ich frage alles Mögliche, ich stelle den Kontakt her, du kennst mich womöglich noch nicht mal, aber trotzdem spreche ich mit deinem Tier. Spür dich doch da jetzt mal hin. Und stell dir die Frage, ob du das möchtest. Und dann, glaube ich, hast du die Antwort darauf eigentlich schon für dich. Und du kannst möglicherweise auch verstehen, warum es nicht okay ist, einfach so, wenn du nicht die Erlaubnis hast, mit einem fremden Tier zu sprechen. Vielleicht gibt es in deiner Umgebung Tiere, die dir leid tun, weil du das Gefühl hast, dass sich nicht so gut drum gekümmert wird und du würdest eigentlich gerne mit den Tieren Kontakt aufnehmen. Meine Frage, was bist du bereit, hinterher zu tun? Gehst du dorthin und erzählst, was die Tiere erzählt haben, oder tust du das nicht? Wenn du es nicht tust, dann befriedigst du an dieser Stelle nur eines, und das ist dein Ego. Und das ist nicht okay. Denk bitte bei der Tierkommunikation auch immer an dein reines Herz, an ethische Voraussetzungen und auch daran, wie du die Dinge handhaben würdest und wie man möchte, dass man mit dir und mit deinen Tieren umgeht. Natürlich kannst du mit Wildtieren sprechen, mit den Rehen, die draußen auf den Feldern herumlaufen, vielleicht einen Fuchs, den du siehst, mit all den Vögeln bei dir im Garten, mit den Raben, den Krähen oder was auch immer bei dir so herumfliegt. Du kannst mit den Schmetterlingen kommunizieren, du kannst mit den Käfern und den Ameisen sprechen, mit den Zecken womöglich auch, wenn du Lust hast. Da ist dir tatsächlich keine Grenze gesetzt. Es ist unglaublich schön, mit Wildtieren zu sprechen, denn sie haben ganz oft wunderschöne Weisheiten für uns parat. Das heißt, du könntest sie fragen, was für eine Botschaft sie vielleicht für die Welt haben oder was ihre Lebensaufgabe ist. Ich durfte schon mal für einen Radiosender mit einem Dachs sprechen, weil es um die Frage gegangen ist, ob man die Dachse, die vom Aussterben bedroht sind, ob man die schützen soll oder nicht. Der Dachs hat damals zu mir gesagt, dass es nicht an ihm liegt, dass er vor dem Aussterben bedroht ist, sondern dass es daran liegt, weil der Mensch viel zu sehr eingegriffen hat in seinen Lebensraum. Und wenn so etwas ist, dass es natürlich jedes Leben wert ist, zu erhalten und zu retten, nämlich auch, weil sie im Gefüge des Ganzen eine wichtige Rolle spielen. Ich fand das sehr spannend, eigentlich auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber manchmal braucht es vielleicht auch nochmal einen Blick von einer ganz anderen Seite, um vielleicht auch sein eingeschränktes Denken zu verändern. Also, wenn du Lust hast, mit Wildtieren zu sprechen, dann lade ich dich dazu ein, tu das. Das macht wirklich mega viel Spaß und mega viel Freude. Im Übrigen sind so auch meine Tieressenzen entstanden durch die Kommunikation mit Wildtieren. Denn die haben mir damals gesagt, dass ich das noch in die Welt hinausbringen soll. Und ich habe auch
sehr, sehr intensive Gespräche mit meinem Delfin, mit meinem Krafttier gehabt oder auch mit anderen Wildtieren, die mir sehr interessante Geschichten zum Thema Tierschutz erzählt haben. Aber das kann ich euch ja vielleicht irgendwann anders erzählen. Ich komme jetzt wieder zurück auf meine Ursprungs- oder Eingangsfrage, die ich hier ja beantworten wollte, wo es eben darum geht, ob du auch mit fremden Tieren sprechen kannst. Ich denke, das mit der Erlaubnis haben wir geklärt. Wenn du mit einem fremden Tier sprichst, welches dir nicht gehört und du tatsächlich mit Dingen nicht einverstanden bist, die da passieren, dann ist es auf alle Fälle hinterher deine Pflicht und deine Aufgabe, dahin zu gehen und den Menschen Bescheid zu geben und ihnen zu sagen, was das Tier gesagt hat. Wenn du nicht mutig genug bist, also wenn du da nicht einwirken möchtest, indem du handelst, dann rate ich dir von dieser Kommunikation ab. Ich spreche auch nicht mit Tieren über dritte Personen. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du gar keine Erlaubnis hast. Ich bin der Ansicht, wenn jemand etwas über sein Tier erfahren möchte, dann darf er sich auch tatsächlich selber bei mir melden. Denn es kommt manchmal die Freundin der Freundin, die das Gefühl hat, in eine Beziehung eingreifen zu müssen, natürlich nur aus der guten Absicht heraus, weil man einfach sieht, dass irgendetwas falsch läuft und man möchte, dass es besser wird. Aber, und jetzt ein großes Ausrufezeichen hier an dieser Stelle. Na bravo, jetzt hat es geklingelt. Ich werde das aber nicht nochmal aufnehmen, denn das ist tatsächlich jetzt an dieser Stelle für mich der Hinweis, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, so die Ermahnung dazu, wenn die Freundin der Freundin der Freundin kommt, dann darfst du sagen, dass sie selber kommen muss, weil wenn du auch hier eine Kommunikation durchführst, ist erstens mal der Besitzer oftmals überhaupt nicht involviert, der weiß darüber nicht Bescheid, denn wenn man weiter nachfragt, hört man nämlich ganz oft, ja, die glaubt dann nicht daran. Und was denkst du, wird sich am Ende für das Tier verändern, wenn es mitteilt, was es alles anders haben möchte? Du hast recht, nichts. Und genau deswegen machen wir das nicht. Und genau deswegen sprechen wir nur mit den Tieren, wo die Menschen zu uns kommen und wo wir auch die absolute Erlaubnis haben. Wildtiere ausgenommen. Und jetzt wünsche ich dir mega viel Spaß und sorry für die Unterbrechung, aber ich finde, das war vielleicht ganz, ganz wichtig, dass hier das nochmal unterstrichen worden ist. Und jetzt sage ich wie immer, Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns gemeinsam die Welt verändern.